Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Frank-Peter Stachel. Ich bin der Erfinder des Feinstaubfilters einer ganz anderen Art. Ich habe mir gesagt, nicht ein Feinstaubfilter, der die Abgase reinigt, sondern auch einen Feinstaubfilter entwickeln, der gleich in alten Geräten einen wesentlich besseren Brand erzielt und somit schon das Gesetz erfüllt, der Stufe 2 der Bundesemissionsschutzverordnung. Sie sehen hier das Beispiel an einem alten Gerät, wo wir beginnen, die Innenteile zum Teil zu entsorgen. Das sind Gussteile, die heraus müssen und werden dann ersetzt durch neue Teile. Das zeigt der Film gleich dahinter. Den können Sie sich dann so ansehen. Aber das Entscheidende ist, Ihr altes Gerät bleibt drin in der Kachelverkleidung oder in der Marmor- oder Granitverkleidung. Es wird nichts beschädigt. Und Ihr altes Gerät, meistens ein Gussgerät, ist voll noch in Funktion, es ist nichts kaputt. Was kaputt gehen könnte, das sehen Sie auf dem Boden liegen. Das tun wir dann komplett neu Ihnen liefern, beziehungsweise Sie bauen das ganz kinderleicht selbst ein. Natürlich wird auch neu eingedichtet, das ist ganz wichtig, damit keine Falschluft durch die Tür kommt und die neue Schnur wird dann auch fachgerecht mit einem speziellen Kleber drumherum befestigt. So haben wir die Möglichkeit, mittlerweile bis zu 30 verschiedene Geräte umzurüsten, kostengünstig. Kostengünstig heißt, dieses Gerät, das Sie jetzt hier im Film sehen, ist ein Gussgerät mit einer Schublade unten. Und hier werden dann lediglich 1.392 Euro fällig. Sie sehen hier jetzt in den Bildern, welche Teile getauscht werden. Das sieht jetzt im Film sehr viel aus, aber das geht doch alles verhältnismäßig schnell. Sie sehen ja, er schiebt maßgenau den neuen, wie wir es nennen, Feinstaubfilter rein und Sie haben einen sauberen Abbrand. Primitiv ausgedrückt kann man sagen, ein sauberer Abbrand bedeutet saubere Abgase. Um den Wirkungsgrad zu erhöhen, wird unser Wirkungsgrad-Optimierer noch eingebaut. Das heißt, hier wird eine Keramikplatte als Umlenkung genommen und oben drüber noch eine zweite Platte, sodass die Rauchgase nicht direkt in den Schornstein gehen. Sie haben dadurch ein Gerät der Stufe 2. Sie haben einen hohen Wirkungsgrad, der nach der Bundesemissionsschutzverordnung auch vorgeschrieben ist. Und Sie haben einen geringen Feinstaubanteil. Weiterhin haben Sie, wie Sie gerade gesehen haben, die Möglichkeit, auch eine Scheibenspülung von unten zu betätigen. Und es wird bei uns immer grundsätzlich, oder wenn Sie es selbst einbauen, auch ein Probefeuer gemacht. Innerhalb von 3 bis 4 Stunden ist Ihr vorhandener Kamineinsatz ein neuer Kamineinsatz mit dem neuen Namen Holzspareinsatz.